ein Spiel gemacht, was uns als Gameforge natürlich sehr entgegenkommt. Und zwar ist es das Team Land unter. Die haben ein Spiel als Java-App dort umgesetzt. Die Idee dahinter war, ein Jump'n'Run zu basteln, bei dem ein Nerd einen leeren Kühlschrank hat und dann einkaufen gehen muss. Und die Teilnehmer waren Richard Molitor und Christoph Gielisch. Und die werden euch das jetzt ein bisschen vorstellen. Ja, es tut mir leid, es sieht jetzt ein bisschen unschön aus. Ich hoffe, ihr hört alle ein bisschen die Musik, also wir haben Musik drin. Wir haben uns überlegt, was wollen wir zum Thema Nerd-WG machen. Und wir sind selbst aus einer Nerd-WG, also sowohl Richard als ich, kommen aus einer WG zusammen mit einem dritten Informatiker. Und uns ist spontan nichts besonders Tolles eingefallen. Darum dachten wir, wir fassen das Thema mal ein bisschen weiter. Sagen wir, wir machen jetzt nicht etwas, was wirklich hilfreich ist für einen Nerd, sondern etwas, was einem Nerd Spaß macht. Und das war dann unser Endprodukt, die Nerd-WG. Das ist ein Java-geschriebenes Spiel, was auch als Applet umgesetzt worden ist, also was tendenziell ausführbar ist auf einer Homepage, auch wenn es jetzt lokal ausgeführt wird auf dem Rechner. Ja, du kannst das Spiel mal starten. Also das ist der... Das ist ein bisschen schade, man sieht die Grafik echt schlecht. Wir können es nachher vielleicht auch nochmal hinfrickeln, wie die andere Gruppe damit ist. Geht denn euer Rechner? Wie können das hat das für 64er Grafik. Gut, dann... Kurz zur Vorstellung, man spielt selbst den Nerd. Der Nerd wacht eines Morgens auf und befindet sich wie so häufig in seiner ganz eigenen kleinen Welt. Ja, er wacht in seinem Schlafzimmer mit seinem Bett und er muss sich seinen Weg vorkämpfen zum Kühlschrank. Und unterwegs muss er ein bisschen was mitnehmen, weil sonst befindet sich nichts in seinem Kühlschrank. Darum hat er ein paar Objekte, die er einsammeln muss. Ja, unterwegs gibt es noch Geister, die Geister bringen einem um, dann wird man zurückgesetzt auf den Spawnpunkt. Wenn man alle Objekte einsammelt und am Ende ankommt, dann wird eine Highscore angezeigt, dann bekommt man gesagt, wie lange man gebraucht hat für das Spiel. Wenn man nicht alle Objekte einsammelt, dann kriegt man gesagt, dass man leider das Spiel nicht geschafft hat. Umgesetzt wurde das Ganze in Pixelgrafik, das ist das, was ihr ein bisschen nicht seht, durch die verwaschene Kamera. Dabei wurden teilweise Assets eingesetzt von frei verfügbaren Quellen im Internet, die überarbeitet worden sind, aber der größte Teil ist selbst gemacht, unter anderem die Hauptfigur mit ihren Animationen. Ja.